keine Sorge, ich werde euch nicht mit dem x-ten Video hier langweilen über den Fauxpas, den sich die Berliner Grünen-Abgeordnete Tuba Butzkurt geleistet hat, aufgrund der spontanen Rede der Innensenatorin Spranger. Das werde ich mir hier und euch nicht antun. Und ich werde auch nicht darüber philosophieren, warum der Parteivorsitzende, der Zweite der Grünen, das ist ja Omid Nuripur, hier nun fordert, dass auch auf Deutsch mal endlich der Islam gelehrt werden sollte, eben hier in deutschen Schulen. Das verlassen wir. Dennoch möchte ich hier eine Verbindung zu den Grünen setzen, und zwar mit der letzten Veranstaltung von Republika. Denn auf der letzten Veranstaltung von Republika gab es mehr oder weniger so eine Art von Dialog zwischen Claudia Kempfert auf der einen Seite und Frau Dr. Caroline Emke auf der anderen Seite. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich kenne Frau Dr. Caroline Emke zwar nicht persönlich, aber ich habe sie in verschiedenerweise schon mal ein bisschen beobachtet. Sie hat den deutschen Buchpreis, Friedensbuchpreis bekommen. Sie hat sehr, sehr viele Auszeichnungen bekommen. Sie ist Doktor der Philosophie, eine durchaus intelligente Frau. In den letzten Jahren ein bisschen sehr verbittert. Sie hat tolle Theaterstücke rausgebracht. Sie hat sehr viel Kuratoriumsarbeiten gemacht, sehr viele journalistische Arbeiten, für die sie auch ausgezeichnet wurde, sicherlich auch zu Recht. Und ich frage mich wirklich, wie kommt solch eine Person zu einer Haltung, die im totalen Widerspruch zur kantischen Aufklärung hier steht. Das ist wirklich unfassbar. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es ist durchaus ein recht bemerkenswertes Gespräch, was die beiden hier geführt haben. Und es läuft einem wirklich kalt den Rücken runter, wenn man die Theorie, die hier Caroline Emke hier aufbringt und wirklich für bare Münze dem Publikum hier näher bringen will. Und damit einen wunderschönen guten Tag bei Warum Punkt Kritisch. Mein Name ist Lil. Ja, es fand hier, wie gesagt, die Veranstaltung bei Republika statt. Eigentlich kann da jeder tun und lassen, was er will. Jeder kann halt eben Veranstaltungen durchführen, wie auch immer. Man ärgert sich nur ein bisschen, oder ich ärgere mich so ein bisschen, dass halt eben solche abstrusen Veranstaltungen natürlich auch wieder fleißig mit unseren Steuergeldern finanziert wird. Und wenn hier so ein, Entschuldigung, geistiger Dünnpfiff von sich gegeben wird, dann ist das wirklich unsäglich. Einige von euch haben sicherlich so die eine oder anderen Auszüge gesehen von dieser Veranstaltung. Wir hören mal ganz kurz rein. Teilzunehmen. Ich würde wirklich inständig darum bitten, dass es einfach, es muss aufhören. Wir müssen aufhören, diese Rahmung zu bedienen. Ja? Also wie ihr seht, Caroline Emke ist in ihrer Art und Weise, wie sie sich hier echauffiert, unfassbar aggressiv, möchte man schon sagen, und wahnsinnig auf Krawall gebürstet. Und es geht im Grunde genommen darum, dass Andersdenkende am besten aus dem öffentlichen Diskussion ausgeschlossen werden sollte. Denn es gibt nur eine Meinung, nur eine richtige Meinung. Und die vertritt natürlich unter anderem Caroline Emke. Und wer da wagt zu widersprechen, tja, der hat es höchstwahrscheinlich ziemlich schwer bei dieser Dame. Und aber ich wundere mich auch, dass das Publikum so irrsinnig applaudierte, nicht wahr? Also man fühlt sich scheinbar in dieser Blase sehr wohl. Und es läuft ja auf eins hinaus. Man sollte nach Meinung von Caroline Emke keine Pro- und Kontra-Diskussionen mehr zulassen. Man sollte sich auch nicht in irgendwelche politischen Shows einladen lassen, Talkshows irgendwelcher Art, die sowieso meistens nur für ein Eimer sind, ehrlich gesagt, weil man dann halt eben gezwungen ist, der von dem Moderator vielleicht zugewiesenen Rolle auch stecken zu bleiben. Und das ist halt eben ihrer Meinung nach total uninteressant. Und man muss schon sagen, Caroline Emke und auch Claudia Kempfert, in dem Fall ihre Diskussionspartnerin oder ihre Gesprächspartnerin, sagen wir es mal besser so, sie halten tatsächlich Dialog, Diskussion und Meinungsfreiheit oder Meinungsstreit mehr oder weniger für ein Teufelszeug. Ne? Und Caroline Emke möchte ich gerne hier nochmal zitieren. Sie sagte, ich würde wirklich dazu aufrufen, dass niemand, der eingeladen wird, in einer Rahmung, also in einer Veranstaltung zum Beispiel, die Pro und Contra heißt, teilzunehmen. Ich würde wirklich inständig darum bitten, das ist einfach, es muss aufhören, wir müssen aufhören, diese Rahmung zu bedienen. Ja, es wird uns beständig vorgemacht, es gebe zu allen Fragen gleichermaßen wertige, gleichermaßen vernünftige
einander widersprechende Position. Das ist mit Verlaub einfach Bullshit. Das ist die Meinung von Caroline Emke. Und demzufolge ist für sie ein Gespräch, in dem es halt eben Pro und Contra gibt, ist Dummheit, andere Meinungen sind schädlich, Disput ist Selbstverdummung, denn Unwissenheit ist Stärke. Das wusste ja schon der Olle Orwell, ne? Halten wir also kurz fest, das sokratische Prinzip der Diskussion, das Gespräch, der Dialog ist einfach, um mit den Worten zu sprechen von Caroline Emke, Volksverdummung. Und logischerweise, wenn man selber denkt, kommt noch die Selbstverdummung dazu. Und Emke weiter. Wenn wir in diesem Pro- und Kontra-Format uns vereindeutigen müssen, wo Dinge komplizierter sind, also bitte lesen Sie den Kram nicht, gehen Sie bitte nicht in Formate, lassen Sie sich nicht einladen zu diesen Formaten. Es ist wirklich eine systematische Zerstörung von vernünftigen, rationalem, differenzierten Diskurs. Man muss es abschaffen. Man muss es abschaffen. Diskussionen, Dialoge, Gespräche, das Für und Wider gegeneinander abwägen, das muss man abschaffen. Unwissenheit ist schließlich Stärke. Nichts lesen, was Pro und Contra hier darstellt, geht ja gar nicht. Aber eigentlich ist es doch uns Menschen eigen, dass wir uns austauschen, dass ich deine Meinung hören möchte, dass du meine Meinung vielleicht nicht hören möchtest, aber ich sage es dir trotzdem. Und dann gibt es halt eben einen gewissen Wettbewerb. Das ist doch völlig klar. Und dann kommt man möglicherweise auch zu einer gemeinsamen Conclusion, also zu einer gemeinsamen übereinstimmenden Meinung, wo beide sagen, okay, da kann ich mitgehen, darauf einigen wir uns. Sowas nennt man Kompromiss. Und auch ein Kompromiss entsteht immer nur dann, wenn man These und Antithese sich anschaut und dann halt eben den entsprechenden Konsens daraus hier zieht. Aber das ist ja, was Caroline Emke hier so von sich gibt, ist ja ganz im Sinne der Grünen oder ganz im Sinne auch einer Lisa Paus, ganz im Sinne einer Nancy Faeser. Demokratiefördergesetz heißt es hier bei uns. Und was demokratisch ist, das wird bestimmt von oben. Entschuldigung, so etwas kennt man doch nur von totalitären Systemen oder liege ich da so falsch? Aber wie ist es hier denn in totalitären Systemen? Hier wird das Argument durch Glaube ersetzt, die Wissenschaft durch Doktrin und die Freiheit durch Haltung. Und genau auf diesem Weg bewegen wir uns. Und Caroline Emke ist wirklich eine gute Helferin, die hier im Sinne der Grünen, im Sinne der linken Woken sich hier bewegt und uns das erklären will. Und sie findet das ja auch ganz furchtbar, dass die letzte Generation so von den Medien angeblich zerrissen wurde. Die haben doch recht gehabt mit ihren ganzen Klimakleberaktionen, nicht wahr? Und da gehört es sich einfach nicht, dass man da eine Gegenposition zu einnimmt, zu diesen letzten Generation und Klimaklebern. Das gehört sich nicht ihrer Meinung nach, nicht wahr? Also es gibt nämlich nur die Wahrheit von ihr, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch von den Grünen. Und Claudia Kempfert eiferte natürlich Caroline Emke begeistert nach und sagte, you made my day, also du hast meinen Tag gerettet. Denn Claudia Kempfert behauptet ja auch, dass es zum Klimawandel keine Gegenposition gebe und alle anderen, die etwas anderes behaupten, also in meinen Augen recht seriöse Experten, die seien alle nur gekauft worden. Tja, und Frau Claudia Kempfert selbst, sie arbeitet ja ehrenamtlich beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Also so ehrenamtlich ist das auch nicht, ne? Da bekommt sie auch sicherlich einen guten Salär. Und dann nimmt sie natürlich auch noch den armen Christian Drosten in Schutz, denn sie sagt, auch die Virologen sind wirklich entsetzt, auch in der Zeit, wo ja Corona lief, wie die Medien damit umgegangen sind, dass es immer dieses Pro und Contra gegeben habe. Und das habe Christian Drosten doch sehr verletzt. Die Medien, Pro und Contra bei der ganzen Corona-Geschichte, ich glaube, das kam erst viel, viel später, denn eine ganze Zeit lang wurde gerade dieser Christian Drosten doch in den Himmel gehoben. Aber gut, sei es drum, müssen wir uns gar nicht mehr drüber aufhalten. Für meinen Geschmack ist Claudia Kempfert genauso fern der Realität wie eine Caroline Emke mit ihren Forderungen, Diskurse zu beenden. Vielleicht hier noch ein kurzer Hinweis zu der Veranstaltung von Republika. Wer wird da sonst alles so eingeladen? Naja, so Geistesriesen heißt es hier bei Tichys Einblick wie Luisa M. Neubauer, Maya Göpel,
Harald Lesch, also all jene, die seit Jahren das probate Erfolgsrezept verfolgen, ihren Zuhörern zwar nichts Neues zu erzählen, das aber mit wachsender Überzeugung. Verlässlichkeit ist schließlich auch ein Wert. Aber man geht ja auch nicht zu Republika-Veranstaltungen, um etwas Neues zu erfahren. Woher denn? Man geht dorthin, um gesehen zu werden und bestätigt zu werden in seinem Urban Legends. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr mögt, auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen zauberhaften Freitag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.